bei dem, in dessen Händen meine Seele ist, sie gleicht einem Drittel des Korans. Surat al-Ikhlas ist so wertvoll wie ein Drittel des Koran. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna Allah jazza al-Qur'ana thalathata ajza'in, faja'ala qul huwa Allahu ahad juz'an min ajza'il Qur'an. Er sagte alaihi salatu wasallam: Allah hat den Koran in drei Teile aufgeteilt und er hat die Sure, sag Allah ist ein einziger, als einen Teil des Korans geteilt. Der Grund dafür ist, da müssen wir verstehen, welche Themen behandelt der Koran. Al-Quran behandelt drei Themen. Einmal die Glaubenslehre, einmal die Rechtslehre, also was ist erlaubt, was ist verboten, was ist Pflicht, was ist nicht Pflicht. Und drittens die Geschichten der vorangegangenen Völker. Das sind die drei Themen. Also Glaubenslehre, Rechtslehre und Geschichte. Und Qul huwa Allahu Ahad beinhaltet was von diesen drei? Die Glaubenslehre. Es ist keine Rechtslehre in dem Sinne drin, dass hier irgendetwas geboten oder verboten wird, sondern es wird über Allah Azza wa Jal geschrieben. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah sagte dazu, zu dieser Einteilung, und im Endeffekt läuft alles darauf hin, dass es Glaubenslehre ist. Im Endeffekt, die vorangegangenen Völker, wenn du diese Geschichten hörst, warum erzählt uns Allah diese Geschichte? Damit wir unseren Glauben festigen. Und wenn du sie hörst, das ist erlaubt oder das ist verboten, dann doch nur, damit du Allah dienst. Und das ist wieder eine Glaubenslehre. Du bestätigst, dass Allah Azza wa Jal angebetet werden muss. Aber das ist natürlich, wohin es hinausläuft. Aber die Themen an sich sind eben drei: Glaubenslehre, Rechtslehre und Geschichten. Und Suratul Ikhlas befasst sich nun mit der Glaubenslehre. Und deswegen ist sie ein Drittel des Korans wert. Ja? Das heißt nicht, viele oder einige denken dann, wenn ich Qul huwallahu ahad jetzt dreimal gelesen habe, habe ich den Koran komplett gelesen. Nein. Sondern es bedeutet, es ist eine gewaltige Sura und du wirst sehr viel belohnt dafür. Aber das komplette Lesen des Korans ist natürlich nicht gleich. Und in dem folgenden Hadith erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Stellung auch dieser Sura, Suratu al-Ikhlas. Und zwar sagte Ubayd ibn Hunayn, سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت ما وجبت قال الجنة. Abu Huraira überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Mann die Sura al-Ikhlas lesen hört. Da sagte er, es ist erreicht. Wajabat. Ich sagte, was ist erreicht? Er sagte, das Paradies. Subhanallah. Das heißt, durch die Rezitation der Sura al-Ikhlas gelangst du ins Paradies. Und deswegen ist es eine Gabe Allahs Azza wa Jal, dass er uns eben geboten hat, am Ende des Gebets, nach diesen ganzen Gedenksprüchen, Suratu al-Ikhlas zu lesen. Und der Offenbarungsgrund, Sababu al-Nuzul, Offenbarungsgründe ist ein Teilgebiet der Koranwissenschaft. Sababu al-Nuzul ist ein Teilgebiet der Koranwissenschaft, genauso wie Tajweed ein Teilgebiet ist, genauso wie Tafsir und so weiter und so fort. Und dazu überlieferte Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, dass die Götzendiener dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagten, erwähne uns die Abstammung deines Gottes. Ja. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam, oder dann offenbarte Allah azza wa jal diese Sura. Er antwortete mit dieser Sura: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sag, er ist Allah einziger, Allah der Überlegene. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden und niemand ist ihm gleich. Das heißt, sie wollten ja ihn provozieren, alayhi salatu wassalam. Ja, erzähl uns mal, von wo kommt er? Und da wurde diese Sura offenbart. Allah Azza wa Jal ist einzig, Jalla wa Ala. Er hat keine Teilhabe und niemand ist ihm gleich. Und er wurde weder gezogen noch wurde weder gezeugt, noch hat er gezeugt, subhanahu wa ta'ala.